Doch, hallo Leute. Und zwar habe ich mir den A-Desktop 3D Prusa i3 von GearBest bestellt. Ich habe bezahlt, glaube ich, irgendwie nur 135 Euro. Jetzt ist er gerade wieder ein bisschen teurer, aber nicht viel. Das Paket war nochmal extra eingewickelt, also ziemlich gut eingewickelt, war unbeschädigt. Ist auch vielleicht so eine kleine Delle, aber das ist ja irrelevant. Und hat 10 Tage gebraucht von China hierher nach Deutschland. Der Versandstatus dürft ihr euch nicht wundern, wenn das bei euch auch passiert. Also bei mir war wirklich 9 Tage lang stand da, liegt in Hongkong und dann war er plötzlich hier. Also hat irgendjemand das Paket nicht eingescannt. Ich habe das schon mal geöffnet und wir wollen ihn mal zusammen auspacken. Also ja, viel Spaß beim Gucken. Ich melde mich dann gleich wieder. So. Also, gucken wir mal rein. Die Folie habe ich auch schon mal aufgemacht, dass wir noch so rankommen. Okay. Ja, so. Das ist in den Deckel ab. Schauen wir weg. So, wollen wir mal gucken, was so uns erwartet. Ne? Ja, also, wie gesagt, ist ein Selbstbau-Kit. Schon mal einen anderen Drucker zusammengebaut, aber das ist ja jedes Mal wieder spannend. Ne? Hier ist ein ganz klein bisschen PLA weit drin, 10 Meter. Naja, gut. Brauche ich jetzt nicht wirklich. Ich habe genug andere Rollen. Erstmal weg. So. Ein EU-Kabel. Auch erstmal zur Seite. Ordentlich Schrauben. Ja. Hier zur Seite. Diese Plastikteile legen wir auch erstmal zur Seite. Ein Teil hier auch. Die, ich denke mal, für die Transportschienen, also sozusagen, dass der Druckkopf hoch und runter fährt, werden diese Teile sein. Wir haben eine Halterung, ein bisschen Styropor ist drauf. Wird wahrscheinlich fürs Druckbett sein, denke ich mal. Hier haben wir eine Beschreibung von dem Board. Auf Russisch und auf Englisch. Genau, hier stehen noch mal ein paar Adressen drauf. Und zwar, wie man das zusammenbaut, Step 1, Step 2. Debugging-Video, all den SD-Card Accept Video, welcome. Okay, wird also eher ohne SD-Card wahrscheinlich dabei sein. Dann brauchst du mal beiseite. Das ist das Druckbett. Er hat sozusagen ein Heizbett, hat er. Ist übrigens schon beklebt, das erste Mal mit Tape zum Drucken. Noch ein paar Endstops, ja, dieses kleine Schalter, wo der Motor gegenfahren kann. Diverse Kabel, die Motoren und andere Dinge. Und wir haben Werkzeug dabei. Ein Kreuzschlitzschraubenzieher oder Dreher. Eine kleine Zange oder Seitenschneider. Schraubenzieher, ja, alles Mögliche. Dann gehen wir mal auf die nächste Station hier. Ja. Ja, sehr gut verpackt, aber das ist ja auch wichtig. So. Okay. Und hier ist das Display. Kleine Motherboard. Hier ist der USB-Stick mit der SD-Karte. Da werden die Anleitungen gleich mal drauf sein. Hier sind diese kleinen Transportbänder, also diese, mit denen, die auf Zahnräder laufen können.
USB-Kabel zum Anschluss an den PC. Lüfter. So, dann haben wir hier sozusagen ja im Grunde genommen das, das Gestell, also oder ja, die Stützen vom Drucker. Und hier noch viele kleine Teile, die von dem Drucker hier geben. Auch erstmal zur Seite. Dann machen wir die nächste raus hier. Ja. Okay. Stangen. Hier ist Motor, Stellar-Motor. Mit schon was angebaut. Hier sind weitere Motoren. Vier Stück. Ah, hier. Für halt die Kabel, wie nennen wir die jetzt? Ich weiß es gar nicht genau, wo man die sozusagen um die Kabel rumwickelt, damit die nicht rumflattern überall. Hier Stangen, weitere Teile, um den Drucker aufzubauen. Ja, wahrscheinlich auch für den Transport. Die Schlitten. Noch ein Lüfter. Weitere Plastikteile. Ja, gucken wir mal, was hier drin ist. Das wird wohl das Netzteil sein, denke ich mal. Ist das hier? Ja, ist da rausgefallen. Ja, das ist das Netzteil. Kommt erstmal beiseite. Mehr wird da wohl nicht drunter sein, denke ich mal. Aber wir gucken vorsichtshalber nochmal nach. Dann können wir auch gleich die Folie entfernen. Ne, das war's. Gut. Dann die Folie weg. So. Warten wir mal, den Karton will ich auch mal wegstellen. Den brauchen wir jetzt ja nicht mehr. So. Und dann müssen wir uns erstmal ein bisschen sortieren. Also schieben wir mal hier das Teil hin. Das kann ich dann mal wieder reinpacken, dass alles im Bord ist. Und die anderen Teile. Ich werde das mal wieder einsortieren. Dann kann nichts wegkommen. Als erstes werde ich mir natürlich erstmal jetzt die Beschreibung da auf dem USB-Stick angucken. Wie das so alles klappt. Verhindern. Insofern packen wir erstmal hier alles ein. Jetzt frage ich mich gerade schon. Das war die Zivil eben auch, richtig. So, das Werkzeug. Und dann haben wir alles wieder eingepackt. So. Ja. Also dann gucke ich mir jetzt erstmal die Beschreibung an und dann melde ich mich wieder bei euch. Bis dann. So, ich habe mir jetzt mal den Inhalt vom USB-Stick angeguckt. Ist recht ausgiebig. Ich werde euch mal kurz erzählen am Ende des Unboxings, bevor ich das Ding zusammenbaue, was da drauf ist. Also da sind mehrere Ordner drauf. Im ersten Ordner ist einmal sozusagen eine PDF-Beschreibung, wie man ihn zusammenbaut, schrittweise.
Dann sozusagen, wie man druckt, eine Beschreibung und noch ein Troubleshooting, also wenn ihr Probleme habt, Erklärung, alles auf Englisch. Dann haben wir zwei Ordner, einmal mit STL-Files und G-Code-Files, also Beispieldateien für den Drucktest. Dann haben wir als Software einmal Repetier-Host oder Cura drauf, sowie die Treiber für das Motherboard. Und wir haben sozusagen noch ein deutsches Bild vom Motherboard, also wo in Deutsch geschrieben ist, was was ist. Auf Russisch gibt es das auch noch, auf Englisch auch. Und wir haben eine kurze nochmal ein Inhaltsverzeichnis, um zu prüfen, ob alles da ist. Und wir haben Verlinkung auf YouTube-Videos. Das erste Video ist ein Video, das wie man sozusagen die ganze Elektronik testet, ob alles funktioniert. Und dann gibt es zwei Videos für den Zusammenbau und noch ein weiteres Video für die Einrichtung. Und ja, damit werden wir uns dann aber erst beim Zusammenbau beschäftigen. Okay, das war es jetzt mit dem Unboxing. Und dann sehen wir uns beim Zusammenbau wieder. Das kann jetzt ein paar Tage dauern, denke ich mal, bis ich da Videos hochlade. Je nachdem, wie lange ich dafür brauche. Okay, tschüss.